Ah, scheiße, 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 scheiße. Scheiße, meine Damen und Herren. Alles scheiße. Mach die Musik aus. So. Ich habe eine schlechte Nachricht für mich. Und zum Teil auch für euch. Weil ja, sich ist auch jetzt wieder hier komplett unskriptet, so wie immer. Weil halt aber auch ihr Teil daran habt, müsst ihr das auch wissen. Oh. Es geht sich um Folgendes. Ich bin tiefst erschüttert. Ich bin schon wieder nicht verarscht worden, aber ich bin, Mano, es hat mich schon wieder erwischt, getroffen. Es geht um ihn hier. Oh. Ja. Öne. Ach so. Da, Le Vehicle. Schorsch. Kaputt. Ja. Licht, warte mal. Ja, Licht ist schlecht. Es ist auch gerade hier, wie gesagt, ich habe jetzt hier, warte mal, hier so vielleicht. Ja, so. Bisschen besser, ja. Ja, Schorsch ist kaputt. Motorschaden, Lagerschaden. Ja, nichts mehr zu machen. Es ist quasi eine ähnliche Situation wie mit dem letzten Wagen, mit dem Seat, wo der Zahnriemen hin war. Motorschaden. Hier jetzt auch Motorschaden durch Lagerschaden. Also zu 99%. Die Frage ist halt wieder die gleiche. Reparieren? Ja, nein. Man kann es nicht mehr reparieren und muss ein neuer Motor rein. Aber das ist halt bei so einem alten Ding, das lohnt sich halt einfach nicht. Ist viel zu teuer. Austauschmotor, Motor, also verschicken oder irgendwo herholen, Motor einbauen, neue Anbauteile, Wasserpumpe, Zahnriemen, pipapo, die ganze Scheiße, was da drum halt so ist, da bist du mit 750 bis 1000 Euro dabei. Das ist der Wagen halt gerade mal so, wenn er heile ist, wert und naja, eigentlich ein bisschen mehr, aber das lohnt sich einfach nicht bei diesem alten Auto. Und wie ist es dazu gekommen? Das wüsste ich selber gerne. Ich habe jetzt mal mich ein bisschen schlau gelesen. Ich werde auch noch mal ein Video machen im Auto drin, wo ich eine anlasse, damit hört man das. Klack, 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 der klappert. Irgendwas klackert oder klappert und ich habe vorhin in meiner Werkstatt angerufen und dem erzählt, das und das ist gewesen, das und das habe ich gemacht und meinte, ja, Nahlagerschaden. Also nach dem, was du mir da erzählst, ja. Der kommt Donnerstag mal her und hört sich das hier bei mir vor Ort an, aber er meint jetzt schon zu 99% Lagerschaden, entweder Motor tauschen oder weg mit der Karre. Ja? Was habe ich gemacht? Letzte Woche, beziehungsweise vorletzte Woche, bin ich überhaupt nicht gefahren. Stand der Wagen nur rum, ich bin überall zu Fuß hingegangen, habe ich gedacht, ja, wegen Abnehmen, schön Diät, schön Fahrrad fahren. Lichtausgleich, ist kacke, weil der gleicht hinten das Licht ab. Scheiße! Ja, und da hat der Karren halt eine Woche gestanden und weil ich überall wegen diätmäßig, ist auch egal, ich bin überall Fahrrad gefahren und zu Fuß gegangen. So, dann stand der Karren eine Woche und dann habe ich letzte Woche, wo das Wetter gut war, Donnerstag oder Freitag, wann das war, habe ich Reifen gewechselt. Auf Sommerreifen. Dann nebenbei habe ich noch Öl aufgefüllt ein bisschen und hier mal so geguckt, Flüssigkeiten allgemein. Und dann habe ich gedacht, ach, machst du mal an. Ja. Und ab da, klack, 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 klack. Ja. Toll. Und er zeigt mir Öl an in der Lampe vorne drin, obwohl genug Öl drin ist. Habe ich mal meinen Bruder gefragt, was kann das sein? Ja. Hat er gleich auch schon gesagt, ja, Motorarsch. Kann aber auch sein, dass die Ölpumpe kaputt ist, eine Leitung verstopft ist oder irgendwas. Nicht. Aber jetzt mittlerweile habe ich mich ein bisschen eingelesen und YouTube-Videos gehört mit vergleichbaren Motoren und meine Werkstatt Heini sagt auch, nee, hier, Lagerschaden. Und ja, Autoschrott. Ist geil, oder? Ein Jahr habe ich ne jetzt. Schön. Schöne Scheiße. Und ja, ich habe eben noch selbst überlegt, euch zu fragen, was machen wir da jetzt? Ja? Reparieren wir das wirklich? Oder einfach verkaufen und dann was anderes holen, aber dann... Jetzt habe ich aber, naja, eigentlich nicht, aber ich habe fast endgültig die Schnauze voll von solchen alten Scheißkarren. Ja, das ist so ein schönes Auto. Das hat mich das ganze Jahr über nicht im Stich gelassen. 10.000, 15.000 Kilometer mitgefahren, alles Paletti. Und jetzt auf einmal Lagerschaden. Das kann einfach so passieren, von jetzt auf gleich. Häufig ist es halt, habe ich ja gelesen, wenn man das Auto längere Zeit stehen lässt, aber längere Zeit im Sinne von mehrere Wochen, mehrere Monate, nicht eine Woche. Eine Woche ist eher unüblich, aber kann trotzdem passieren, vor allem bei älteren Autos.
Ist jetzt aber auch egal, soll jetzt nicht das Thema sein. Ich wollte es euch nur mitteilen, weil ihr ja auch Teil an der Karre habt. Ihr habt da Teile bezahlt, beziehungsweise durch die Spendenaktion, die ich damals da gemacht habe. Die Teile sind ja jetzt auch eingebaut, die Querlenker, Koppelstangen und die Stoßdämpfer. Die sind gerade erst neu eingebaut. Naja, gerade neu, aber vor ein paar Monaten erst, ne? Scheiße. Ja, wegen, ich habe halt echt überlegt, dass ich so ein bisschen, weil ihr ja auch teilhabt an der ganzen Geschichte, euch mitentscheide, ob wir da wirklich Reparatur bzw. Austauschmotor, aber das ist, es ist es eigentlich nicht wert. Ja, ich habe mal geguckt, Austauschmotoren gibt es so ab 300 Euro aufwärts. Ja, dann musst du halt so einen Motor, den kannst du nicht einfach so mit DHL verschicken, der muss per Spedition irgendwo herkommen oder du fährst irgendwo quer, was weiß ich, wo so ein Motor gerade rumliegt. Ne, also der Transport des Motors, dann musst du den, wie gesagt, in der Werkstatt einbauen lassen, also den alten erstmal raus, den neuen Motor rein. Dann muss natürlich hier die ganzen Anbauteile mitgewechselt werden, das kostet alles ein Heidengeld und das bringt es halt einfach nicht. Deswegen habe ich mich schon wieder damit abgeschlossen. Schorsch kommt, nein, nicht auf der Mülltonne. Dafür ist er zu gut. Wenn es ein gewöhnlicher B4 wäre, Audi 80 B4, dann könnte man den einfach jetzt gleich schon so vom Schrottplatz abholen lassen. Aber der hat halt eine gute Ausstattung. Ja, Zentralverriegelung, Servolenkung, ABS, Klimaanlage, höhenverstellbare Sitze. Das ist für ein 25 Jahre altes Auto schon ziemlich gut. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, auch mit der Erfahrung, dass ich den Seat, den ich da auch hatte, den Ibiza, den habe ich auch für 500 Euro verkauft bekommen, obwohl der Motorschaden mit Zahnriemen hatte, bin ich auch sehr davon überzeugt, dass ich für diesen Wagen auch mindestens 500 kriege und ich werde ihn auf Winterreifen verkaufen. Ja, ich habe ja gerade die Felgen, die aus Sommerreifen wieder draufgezogen, das werde ich wieder zurückwechseln auf die Winterreifen, auf Stahlfelge, denn diese Felgen hier sind wirklich noch sehr, sehr gut erhalten, da sind drei Jahre alte Hankook Sommerreifen drauf, die sind auch noch gutes Profil, die kann ich auch nochmal schön 150, 200 Euro verkaufen, weil die Felgen in dem Zustand, die sind sehr wirklich, und die Reifen sind auch sehr, sehr gut. Ja, dann habe ich ja hier diese schönen Solar Plexius Tönungsscheiben gekauft, die kann ich auch noch rausruppen und wieder verkaufen, also so, ich denke mal 600, 700 Euro kann ich damit vielleicht noch machen. Dass ich wenigstens das rauskriege, was ich für den Karren bezahlt habe. Natürlich nicht das, was wir da reingesteckt haben. Ich habe ja hier die neuen Dämpfer, alle vier. Koppelstangen vorne, Querlenker vorne, Zahnriemen. Das ist eine Menge Geld. Ja, und dann hole ich mir was anderes. Und dann werde ich die deutsche YouTube-Szene aufräumen. Ihr hässlichen Ficker! Tanzverbot! Was für ein Offe. Ja, also das wollte ich nur mal sagen. Ne? Also dann da alles weitere später. Scheiße, scheiße, Schorsch kaputt. Ich bin tiefst entrüstet. Wäre ich mal nicht Fahrrad gefahren, hätte ich nicht mal schön jeden Tag zum Lidl hier die 50 Meter. Dann wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Ich gucke gerade hier ganz drüber, weil das Bild ist, der ist so schön eigentlich. So ein hübsches Auto eigentlich. Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, der nicht. Scheiße! Ja, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Lagerschaden zu 99%. Confirmed. Der Typ kommt, wie gesagt, Donnerstag vorbei, hört sich das an. Und dann, ja, ich werde jetzt noch mal ein paar Bilder machen von dem Wagen schon mal vorab, damit ich den schon mal hier wegen verkaufen und so. Schade. Ich weiß auch nicht. Manno. Jetzt muss ich leddern. Frust leddern. Scheiße!